Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute die größten Fahrzeuge der Welt an. Wir starten auf Platz 10 mit dem größten bekannten Hubschrauber der Welt, der derzeit in Produktion ist. Was? Der Mi 26, auch bekannt als Halo, ist ein Hubschrauber, der vom russischen Hubschrauberwerk MIL Moskau hergestellt wird. Warum sind diese ganzen krassen immer entweder aus Russland oder aus USA? Alles Krasse kommt irgendwie daher. 1981 wurde er auf der Pariser Luftfahrausstellung vorgestellt und seitdem in 20 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Krank. Der Hubschrauber wird sowohl für militärische als auch für zivile Missionen eingesetzt und ist in 13 Varianten erhältlich. Guckt euch mal an, wie riesig der ist. Ich meine, hier hat man einen kleinen Menschen daneben, ne? Normalerweise passen in so einen Hubschrauber so 2 bis maximal 10 Leute. Aber das ist ja, das grenzt ja schon an ein Flugzeug. Der Bergbau erfordert nicht nur leistungsstarke Menschen, sondern auch Maschinen, die effizient arbeiten. Mhm. Dieser Grubenwagen ist ein gutes Beispiel dafür. Der T-284 wurde vom Hersteller Liebherr entwickelt und gebaut und verfügt über ein spezielles System, das es dem LKW ermöglicht, schnell zu beschleunigen und extreme Steigungen ohne Probleme zu überwinden. Das ist ja riesig. Schaut euch das mal an, hier mit einem normalen Auto im Gegensatz. Klar, das Auto ist jetzt nochmal weiter hinten, aber das Auto ist ja safe nur so hoch wie allerhöchstens ist das Auto hier so. Ey, die sollen mal die Maße sagen, dann das wäre krank. Dieses System wird als Litronic Plus AC Antriebssystem bezeichnet und spart Kraftstoff, wenn sich der Motor im Leerlauf befindet. Oh mein Gott, stimmt. Was verbraucht so ein Ding? Ey, no joke. Das soll jetzt hier nicht politisch werden, aber alle fordern hier irgendwie ja von zweispurig auf einspurig in der Stadt, damit man einen Fahrradweg hat, der 17 Kilometer breit ist. Aber das Eigentliche, was ja für Klimaerwärmung verantwortlich ist, so Sachen wie riesige Transportmittel, egal ob das jetzt Schiffe sind oder auch sowas hier in die Richtung oder Massentierhaltung, darüber wird gar nicht gesprochen. Also klar wird darüber gesprochen, aber da hängt halt eine Menge Geld mit zusammen und das ist halt deutlich einfacher zu sagen, komm, wir machen eine Spur weniger. Aber über solche Dinger, also ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass da sowas existiert. NASA-Raupentransporter. NASA-Raupentransporter. Dieses Fahrzeug der NASA hat wahrscheinlich noch nie jemand zuvor gesehen. Nee, klar, also ich habe den logisch letztens hier in Köln herfahren sehen. Halt einfach der Maul. Seit über 50 Jahren transportiert dieses große Fahrzeug die Fracht von Raketen und Raumfahrzeugen zur Startrampe des Kennedy Space Center der NASA in Florida. Jede ist größer als ein Baseballfeld und wird von Lokomotiven und großen elektrischen Generatoren angetrieben. What? Es handelt sich um einzigartige Fahrzeuge, die im Jahr 1965 speziell gebaut wurden, um Kennedys riesige Saturn V-Rakete vom Fahrzeugmontagegebäude zur Startrampe des Abschlusskomplexes 39 zu bringen. Aber stimmt, ne? An sowas muss man erstmal denken. Wie sollen solche Dinge rübergebracht werden von A nach B, die ja logischerweise irgendwie zusammenhängen müssen? Das ist, finde ich, genauso interessant wie, und das ist so der größte Schwertransport, den ich jemals gesehen habe. Oder vielleicht habe ich auch schon mal mehr gesehen, aber so vom Ding her, wo ich mich gerade dran erinnern kann, ist von so Windrädern auf der Autobahn. Wenn da so LKWs langfahren, so LKWs, die irgendwie nochmal 2, 3 Anhänger hinten dran haben, um dann so ein Flügelblatt von so einem Windrad zu transportieren. Aber das ist ja eine ganz andere Liga. Ein weiterer Megatruck, dem man nur in Minen begegnen wird. Boah. Mit einer Ladekapazität von 496 Tonnen gilt dieser LKW als einer der größten Muldenkipper der Welt. Und wie viel PS? Er hat eine Länge von 20,6 Metern, Boah. Ist über 8 Meter hoch und ganze 9,87 Meter breit. Irre. Pro Ladung schafft er bis zu 450 Tonnen zu transportieren. Ohne Last wiegt er 360 Tonnen, Alter. Welche von 8 riesigen Michelin-Reifen getragen werden. Allein so ein Reifen, ne? Das muss ja unfassbar sein. Und die sehen noch so leicht aus im Gegensatz zum Rest. Weil bei uns im Gym, wir haben so einen Reifen, der wiegt 150 Kilo. Das ist schon brutal. Und der ist vielleicht halb so groß hier. Darüber hinaus wird er von 2 16-Zylinder-Turbodieselmotoren mit einer Leistung von je 2300 PS angetrieben. Das Ding hat insgesamt 4600 PS. Bro. Bro. Hamad bin Hamdan Al-Nayan, auch Regenbogenscheich. Sag mal, was ist denn das eigentlich für eine Musik?
Einfach so die ganze Zeit im Hintergrund. Seine Autosammlung zählt 400 Wagen und keiner gleicht einem normalen Fahrzeug. Okay. Der Nachbau eines Dodge Power Wagon von 1950 passt genau in die Liste der größten jemals hergestellten Fahrzeuge. Diese Musik. Der Dodge verfügt über 4 Schlafzimmer, einen Wohnbereich, eine Klimaanlage und eine hintere Stoßstange, die sich zur Nutzung als Terrasse absenken lässt. Aber kann das Ding fahren? Lässt sich dieses 50.000 Tonnen Auto auch bewegen? Okay. Es wird von den Reifen eines Einplattformwagens getragen und das Fahrzeug kann zumindest vorwärts und rückwärts rollen. Okay. Aber das anzutreiben, ja, wohl, die juckt da hinten gar nichts, ne, mit den ganzen Sprit- und Verbrauchspreisen. Also wirklich, wenn man sich Deutschland anguckt, was so Klima und sowas angeht und das vergleicht mit da hinten in den Emiraten und so, das ist eine ganz andere Welt, ne. Da fahren Sachen auf den Straßen rum. Achtspurig in der Innenstadt, 100 km/h fetzen da die LKWs her. Das ist, wow. FLNG bedeutet Floating Liquefied Natural Gas. Die Prelude ist eine riesige Ölanlage der Firma Shell und wurde von Samsung Heavy Industries gebaut. Die Konstruktion besitzt 2 Hubschrauberplattformen und ist das weltweit erste umgesetzte FLNG-Projekt. Ich wusste gar nicht, dass Samsung auch im Schiffsbau mit drin ist. Fun Fact für euch zu Hause, kleine Challenge. Probiert mal Samsung auszusprechen, wie es geschrieben wird. Ihr seht hier jetzt das Logo eingeblendet. Sprecht mal jetzt alle das Wort so aus, wie es hier geschrieben wird. Es ist die größte schwimmende Offshore-Anlage der Welt. Okay. Das Besondere hierbei ist noch, dass das Deck größer als 4 Fußballfelder ist. Der Platz reicht für 175 olympische Schwimmbäder und jede Stunde brennen 50 Millionen Liter Gas. Aber wir brauchen auf der Aachener Straße einen verbreiterten Bürgersteig und einen dritten, tausendsten Fahrradweg hier. Muss ich nicht verstehen gerade, oder? Die Boeing 747 an sich ist schon ein großes Flugzeug. Doch im Vergleich zu der Antonov bekommt das Wort groß eine neue Bedeutung. Ja, das ist das größte Flugzeug, dieses das kenne ich. Dieses Flugzeug ist 88,4 Meter breit, während eine Boeing 747 nur 68,7 Meter hat. Die Maria hat 6 Turbofan-Triebwerke und ist mit einem maximalen Fluggewicht von 640 Tonnen das längste und schwerste jemals gebaute Flugzeug der Welt. Das ist so brutal, wie riesig das ist, ne? Vergleich mal mit dem Auto hier vorne. Ich hatte die Tage noch auf TikTok ein Video, wie so ein Ding gelandet ist. Aus dem Nebel heraus kam das plötzlich. Das sah aus wie so eine Space-Station mit so Außerirdischen. Fast jedes Kind hat früher im Sandkasten mit einem Bagger gespielt. Doch für die Männer ist der Bucyrus sicherlich der Sandkastentraum. Dieser große Bagger ist jetzt unter der Marke Caterpillar untergebracht und ist der größte Hydraulikbagger der Welt. No joke, der sieht gar nicht mehr so groß aus. Dafür, dass das jetzt Platz 3 ist, finde ich es ein bisschen traurig. Bis vor einem Jahr war die Gulsun das größte jemals gebaute Containerschiff mit einer Breite von 24 Metern, einer Länge von 62 und einer Containerkapazität von 23.756 TEU. Das bedeutet, dass das Schiff Standardcontainer von 6 Metern Länge befördert. Es ist somit weltweit das erste Schiff, das über seine Breite 24 Container nebeneinander befördern kann. Alter. Wer eine Vorstellung vom Eiffelturm hat, rechnet hier einfach noch ein paar Meter hinzu. Das ist brutal. Das ist ja echt brutal. Also ich habe jetzt 2 Jahre lang in Hamburg gelebt, wo es gang und gäbe ist, dass man jeden Tag solche Schiffe durch die Elbe fahren sieht, wegen dem Hafen und so. Und das größte Schiff, was ich gesehen habe, war die Evergreen. Aber das Ding ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Unsere Nummer 1, Bagger 288. Der Bagger 288 ist ein Radbagger oder eine mobile Abstreifmaschine des deutschen Herstellers ThyssenKrupp. Dieses Fahrzeug ist derzeit eines der schwersten Landfahrzeuge, die es gibt und hat ein Gewicht von 13.500 Tonnen, was etwa dem Gewicht von 8.600 Autos entspricht. Alter. Und wenn das noch nicht beeindruckend genug ist, dann aber vielleicht die Menge von 240.000 Kubikmetern Boden, die täglich bewegt werden. Mit etwa 2 bis 10 Metern pro Minute ist der 288er nicht der schnellste unter unseren Fahrzeugen, aber definitiv das stärkste und... Alter, guckt euch mal, wie riesig das ist, ne? Ich denke mir immer so, es muss ja so heftig sein, wie viel Kohle die mit diesem Abbau da machen, da
dass es sich lohnt, so ein Gerät extra dafür zu entwickeln oder zu kaufen oder in Entwicklung zu geben und in Betrieb zu haben. Also das ist wirklich einfach nur irre. Und ich bin einfach froh, dass ich einen PC brauche, meine Monitore, Mikrofon und eine Kamera und damit mein Geld verdienen kann. Von daher würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Welches Fahrzeug fandet ihr am krassesten? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich trinke jetzt diesen komischen Kohlenhydrat-Shake hier aus. Bleh.